Herzliche Grüße aus der Tucholsky-Buchhandlung. Mein Name ist Jörg Braunsdorf. Es ist Spätsommer und wir nehmen die literarischen Empfehlungen für das Unternehmen Zeitsprung von Katrin Scheel wieder ins Programm auf. Spätsommer bedeutet auch nach der langen Sommerpause, dass Katrin Scheel ihre nachhaltigen Seminarangebote wieder aufnimmt. Und ich glaube, das Buch, das ich heute empfehle, würde bei ihr ein zustimmendes Kopfnicken entfachen. Sie würde bei der Frage, ist es sinnvoll, einen analogen Buchladen in einer Kleinstadt zu entwickeln, sinnvoll als nachhaltiges Unternehmen, würde sie sagen, ja, mach das, wenn du überzeugt bist, wenn du von deiner Idee überzeugt bist, wenn du von deiner Nachbarschaft überzeugt bist, dann hab den Mut und steh zu deiner Idee. Ein kleines Zitat aus dem Buch von Alba Donati, Ein Garten voller Bücher, mein toskanisches Märchen. Das Buch ist im Berlin Verlag erschienen. Zitat Alba Donati. Romano, ich möchte in meinem Heimatort eine Buchhandlung aufmachen. Gut, wie viele Einwohner hat er? 180. Okay, 180.000 geteilt durch? Nicht 180.000, 180. Du spinnst. Romano ist der Gründer der Feltrinelli-Buchhandlung, eine große, bekannte Buchhandlungskette in ganz Italien. Alba Donati, eine bekannte Autorin und Lyrikerin, ist nach vielen Jahren in Florenz in ihre Heimatstadt Lucignana in der Nähe von Lucca zurückgekehrt und hat dort in einem kleinen Garten eine 12 Quadratmeter große Buchhandlung aufgemacht. Wir sehen auf dem Cover den Blick aus dem Fenster in die Berge der Toskana. Nach wenigen Tagen brennt die Buchhandlung ab und das ganze Dorf hilft solidarisch wieder aufzubauen. Was erzählt Alba Donati uns jetzt in diesem Tagebuch, in diesem leicht erzählten Roman, in diesen aphoristischen Ideen, die sie entwickelt? Sie erzählt uns den Alltag in der Buchhandlung. Sie erzählt uns Begegnungen mit den Gästen. Sie erzählt uns, welche Bücher gekauft werden. Und insofern ist dieses Buch nicht nur eine Alltagserzählung, sondern es ist auch eine Erzählung über Literaturgeschichte. Und zwar internationale Literaturgeschichte, nicht nur italienische Romane, nicht nur italienische Lyrik wird vorgestellt. Nein, aus der ganzen Welt kaufen die Leute diese Bücher und möchten sie auch sehr gerne lesen. In diesem Sinne kann man eine Reise unternehmen in diese Stadt in der Nähe von Lucca im Norden der Toskana. Und ich habe noch ein zweites Zitat, das mir sehr wichtig ist und das ich gerne vorlesen möchte. Denn Alba Donati gelingt es, die literarische Welt mit der realen Welt zu verkoppeln und das auch in den geeigneten Zitaten dann auch anzubieten. Das Zitat auf Seite 189 dieses Buches, am 14. April auf Seite 189. Donati erzählt vom Freitod ihres Freundes und Kollegen Sergio Peroni und sekundiert mit dem Freitod des Dichters Majakowski am 14. April 1930. Zitat, wie man so sagt, der Fall ist erledigt. Gebt niemandem die Schuld. Und bitte, kein Gerede. Der Verstorbene hat das ganz und gar nicht gemocht. Fast lapidar schlussfolgert Donati. Nun ja, ich bin nach Lucignana zurückgegangen und Peroni hat seinen Selbstmord geplant. Die Lektüre dieses Buches ist wie eine Reisebeschreibung und eine Reiseaufforderung. Auf nach Lucignano, Sie können sich die Buchhandlung dort angucken, genauso wie es nach der medialen Berichterstattung viele, viele Menschen aus ganz Europa und der ganzen Welt ebenfalls tun.